herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ihr wundert euch wahrscheinlich, warum hier so viel Platz neben mir ist. Das liegt daran, dass ich heute einen ganz besonderen Gast habe. Und zwar Joey! Mein Handy ist gerade runtergefallen und jetzt ist bestimmt kaputt. Ja! Ziemlich genau vor einem Jahr habe ich dich zum Grinch geschminkt. Ja. Und heute werden wir mal Next Level Shit machen. Bald ist ja Halloween und zu Halloween werden alle immer sehr gruselig und Vampir und Dämon und böse Sachen mäßig geschminkt. Aber Joey ist heute... Böse Sachen mäßig geschminkt. Joey wird heute auch von mir verunstaltet, aber nicht zu irgendwas Gruseligen, sondern zu einem Kürbis. Zu einem süßen Kürbis, oder? Ja. Zu aber einem fetten. Ja, natürlich. Okay. Einen richtig fetten süßen. Ich will schon richtig krass aussehen. Ich würde sagen, ich packe jetzt mal mein Latex und meine Watte aus und wir legen los, oder? Ja. Hörst du dich? Ja. Toll. Ich krieg gleich stinkende Suppe ins Gesicht. Natürlich freue ich mich da. Ah, wie eklig das schon aussieht. Nee, es riecht wie so verwestes Schaf. Oh, ja. Toll, oder? Wie so ein verschimmeltes Schaf, Alter. Es ist einfach so. Junge. Es riecht nach ganz ekligen Körperstellen, Junge. Oh. Und ich gleiches Gesicht. Leute, wir haben gerade schon ein Video für meinen Kanal gedreht, was um die 8 Stunden gedauert hat ungefähr. Ja, eigentlich würde ich jetzt schon wieder zu Hause in meinem Bett liegen. Julia hat noch nie so spät ein Video gedreht. Als ersten Schritt werde ich dir diese Einkerbungen... Boah, es stinkt so ekelhaft scharf, ey. Boah, es stinkt so sehr. Boah, es ist so eklig. Wir machen hier auch noch so eine kleine Storytime mit da dran, ne? Wir haben gerade schon ein Video auf Joeys Kanal gedreht und mussten währenddessen abbrechen und in eine andere Wohnung flüchten. Wir mussten diese Wohnung hier evakuieren, weil wir Angst hatten, dass wir sonst sterben. 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 Und zwar ohne Witz. Ohne Witz. Wir übertreiben hier nicht. Boah, das ist so eklig. War nämlich so. Wir haben für mein Video mit trockenem Eis experimentiert. Ja. Und für ein Experiment brauchten wir Brennspiritus. Und die beiden zusammen sind schon mal gar nicht so ungefährlich, weil man darf das nicht so an die Hände kriegen und so weiter. Aber es ist noch okay. Wenn man vorsichtig ist, ist es okay. Es war auch alles okay damit. Das war gar kein Problem. War es über die Nase? Boah, genau. Genau über die Nase. Willst du mich verarschen, Julia? Nee. Wir haben hier noch jemanden sitzen, der wohnt halt hier auch so halb. Der wusste, dass hier irgendwo Chlor in dieser Wohnung ist. Ja, und er so meinte, Chlortabletten. Also Chlortabletten, die man so in den Pool macht oder so. Und dieser Mensch ist auf die glorreiche Idee gekommen, was würde wohl passieren, wenn man das jetzt in diese Brennspiritus-Trockeneismischung reintut? Wir haben alle direkt gesagt, nein, bloß nicht. Meinte ich dann so, hier stopp, ich google das erstmal. Was ich da hab gesagt, google. Echt? Ja. Aber ich hab gegoogelt. Ja. Guck mal, was mit Chlor passiert. Hey, wir könnten da bestimmt kein Chlor jetzt rein. Wenn ja, was geschieht dann? Ich weiß, dass Chlor Sachen zu explodieren bringt. Ich glaube, Chlor und Brennspiritus sollte man nicht machen. Doch, doch. Ich weiß es nicht. Kannst du googeln? Mal google erst. Also Julia hat gesagt, google erst mal, was da überhaupt passiert. Bevor da irgendwas Gefährliches passiert. Soll ich es mal vorlesen? 2-Chlorethanol, häufig auch als Ethylchlorhydrin bezeichnet, ist ein Chlorderivat des Ethanols, das zu den giftigsten organischen Halogenverbindungen gehört. Hätten wir das miteinander gemischt, wäre so ziemlich das giftigste Gas der Welt entstanden. Ja. Aber ich lese mal noch weiter. Wir haben es gemischt. 2-Chlorethanol ist ein gefährliches Gift, da nach Hautkontakt mit der Flüssigkeit meist eine örtliche Reizwirkung fehlt, die als Warnzeichen dienen könnte. Jeder Kontakt mit den Dämpfen oder der Flüssigkeit muss deshalb unbedingt vermieden werden. Die Aufnahme über die Haut hat mehrfach zu Todesfällen. Geführt. Boah. Ich dachte, ich habe das gelesen, so den anderen vorgelesen. Dann war für alle eigentlich klar, boah, das ist so widerlich. Dann war für alle klar, wir machen das nicht. Außer für einen. Warum sollten wir sowas auch machen? So, es steht ja nicht da, boah, wenn das reagiert, dann kommt ein krasses grünes Feuer oder so. Wäre das gewesen, hätte ich ja noch verstanden, dass man das trotzdem machen wollen würde. Ja, dieser Mensch hat sich dann auf jeden Fall gedacht, hey, ich mache das jetzt einfach trotzdem. Ist auf den Balkon hier gegangen und hat so eine direkt riesige... Direkt vor der Tür. Tür aufgemacht. So eine große Chlortablette. In diese Mischung reingehauen. Erstmal hat es halt keiner so richtig realisiert. Ich hab's nicht realisiert. Ich hab's auch nicht realisiert, dass er es jetzt wirklich getan hat. Ja, weil für uns war einfach klar, nein, niemals machen wir das. Weil davon könnten wir sterben. Übrigens, dieser Mensch sitzt gerade hier auf der Couch nebenan und lacht und lacht, die Zeit ins Fäustchen. Auf jeden Fall. Haben wir dann halt alle irgendwie so ein bisschen Panik bekommen. Wir haben uns dann auf jeden Fall so gedacht, oh nee, fuck. Scheiße, was ist hier gerade passiert? Wir haben das so gesehen, okay, er hat das jetzt tatsächlich gemacht. So, es ist gerade real, so was da gerade passiert. Aber es ist halt keine krasse Reaktion passiert. Ja, genau. Es ist kein grünes Feuer entstanden. Wer hätte das gedacht? Oh, aber das hier ist eine Reaktion, es brennt wie Scheiße im Gesicht. Und auf einmal merke ich so, da tritt gerade so ziemlich das giftigste Gas aus, was überhaupt entstehen kann, wovon ich sterben könnte, wenn ich das einatme, wovon alle also hier drin sterben könnten. Ohne Scheiße, und wir haben halt, überhaupt nicht realisiert, okay, wie kann das Gas in der Zeit jetzt in diese Wohnung eingedrungen sein? Beziehungsweise vielleicht ist das auch so ein krasses Gas, was so durch die Ritze von den Fenstern eintritt. So, das kann ja alles sein, oder? Mhm. Ja, ich habe mir das zumindest gedacht in dem Moment. Wir konnten halt nicht ausschließen, also, wenn wir so passieren. Genau auf meiner Nasenspitze. Ich habe gerade den intensivsten Verwesungsschafgeruch an meiner Nase dran. Boah, ist das ekelhaft. Ich kann mich nicht mal auf die Geschichte...
mich nicht konzentriert. Wir waren alle so voll in Panik, weil wir so keine Ahnung hatten, inwiefern wir jetzt von diesem Gift so schon was eingeatmet haben oder nicht und ob wir wirklich jetzt betroffen sind. Ob uns was passieren kann, und ich dann so zu allen, boah, kennt ihr irgendjemanden, der sich mit Chemie auskennt? Und dann meinte Simon, der hier gerade im Hintergrund sitzt, so, ja, hier, Mikey, der hat Chemie studiert. Und ich rufe Mikey an und Mikey erstmal so, ich habe ihm das erklärt, ne, dieses Problem, und er hat einfach irgendwie eine halbe Minute einfach nichts geantwortet. Als hätten wir gerade wirklich den größten Scheiß im Leben. Wir alle dann so, und als wären wir jetzt alle tot. Es hat sich wirklich so angefühlt, so, Leute, ich muss eigentlich euch nichts mehr sagen, ihr habt in eurem Leben gerade verloren, es ist vorbei, sorry. Ja, kannst du haben. Ja, echt. Stell dir mal vor, er hätte das wirklich gesagt, dass ernst gewesen wäre, dass hier einfach Ende mit uns ist. So hätte er gesagt, ein, zwei Partikel in eurem Atemweg vorbei. Ihr merkt davon nichts, aber ihr werdet gleich tot sein. Ich sehe so scheiße aus. Ich hab mir das so voll eingebildet. Wir alle haben so auf einmal gedacht, boah, fuck. Oha, uns ist gerade richtig schlecht. Oh mein Gott. Ich fand das absolut Schlimmste war dann, als Mikey gesagt hat, alles wird grün. Als seht ihr irgendwie grünes Gas oder so. Ja, seht ihr irgendwas Grünes? Hat man wirklich nicht eingebildet, irgendwie, dass alles so grün ist. Das war ich schwöre, ich habe auf einmal grün gesehen, so als hätte ich so eine grüne Brille aufgehabt. Ja, richtig. Genau, ich bin so aus der Haustür rausgegangen, auf einmal war alles grün. Ich dachte, fuck, sehe ich das gerade wirklich? Wir haben es ja alle gesehen, deswegen war es halt so krass gruselig. Aber es war halt eigentlich wahrscheinlich wirklich komplett Placebo-Effekt so. Wir haben in dem Moment auf diesen Menschen da drüben den größten Hass unseres Lebens geschoben, weil wir uns einfach nicht erklären konnten, warum er das gemacht hat. Ich hatte nicht mal Hass oder sowas, ich war einfach so... Jetzt wirklich so? Also ich war voll in Trance. So. Stell mal vor, jemand sagt dir wirklich so, es kann sein, dass du gleich stirbst. Und es war halt echt. Ja. Es war kein Joke so. So, ich habe mir auch so ein bisschen so vorgestellt, boah, was denken meine Eltern morgen, wenn die in der Zeitung so lesen, yo, der ist gestorben, oder? Ich habe wahrscheinlich lesen sie in der Zeitung. Kann stellt doch nicht euch sein, vor, dass ich an sowas dämlichen sterbe. Was für ein unmögliche Tod ist der so. Stellt euch vor, so viele YouTuber sterben auf einem Haufen, so, das wäre die krasseste Schlagzeile. Dann wäre die YouTube-Szene sowas von noch viel verpönter gewesen, als die schon ist so. Aber vor allem, dass nicht YouTube uns alle umgebracht hätte. Ja, der Einzige, der kein YouTube macht, hätte uns umgebracht. Auf jeden Fall haben wir dann halt, sind wir alle aus der Wohnung rausgegangen und haben dann versucht, bei dem Gift Notruf anzurufen. Weil wir halt wirklich ohne Scheiß Panik hatten. Wir hatten wirklich Angst um unser Leben. Wir hatten richtig Angst. Also Joey vor allem. Ohne dass mein Spiritus erst da gewesen wäre, wäre es halt auch nicht passiert. Ja, aber und so ich konntest du nichts dafür. Ja. Und der Gift-Notruf war einfach... Den haben wir angerufen und der war einfach ohne Scheiß besetzt. Nein, der war doch außerhalb der Arbeitszeiten. Genau. Stimmt. Es war 17 Uhr irgendwas an einem Montag, an einem ganz normalen Montag und die so, ja, sie rufen außerhalb unserer Betriebszeiten. Das war so ein Notruf. Dann hast du noch eine andere Nummer angerufen, die war dann besetzt. Ja, und dann habe ich gedacht, ach scheiß drauf, ich rufe jetzt einfach bei der Feuerwehr an. Da musste ich ihm erstmal so erklären, was wir da gemacht haben und er nur so... Also, keine Ahnung, so. Ich kann sie jetzt selbst mit der Giftnotrufzentrale irgendwie verbinden. Das waren die ersten überhaupt gescheite Infos geben konnte, so. Genau. Von Mikey. Diese Frau hat mir dann auf jeden Fall so erklärt, boah, sie kann das überhaupt nicht einschätzen und sie müsste das eigentlich sehen, dieser Behälter. Dann hat sie aber das erste Mal so gesagt, aber wenn ihr direkt die Tür danach geschlossen habt, dann ist es eigentlich relativ unwahrscheinlich, dass von dem Gift ihr irgendwas eingeatmet habt. Und wenn ihr davon nichts eingeatmet habt, dann kann eigentlich auch nichts passieren. Wahrscheinlich haben wir uns da zu viele Gedanken gemacht. Aber die Person, die das halt wirklich da reingeschmissen hat, die war ja direkt über dem Ding so. Also die muss es ja eingeatmet haben und deswegen, die Notruffrau meinte dann halt nur, dass wir auf ihn so ein bisschen aufpassen sollen, was mit ihm jetzt so über den Rest des Tages passiert. Weil wir waren eigentlich relativ weit in der Wohnung drin, das heißt für uns war es relativ unwahrscheinlich, dass wir direkt was davon eingeatmet haben, aber er halt auf jeden Fall. Aber er lebt noch, alles gut. Ach geil, jetzt kommt die orange Farbe drauf. Wir haben jetzt übrigens einen Glashalter hier dazu geholt. Ich habe jetzt auch gar nicht mal einen Job vor der Kamera. Das ist nicht der Typ. Der hier ist vernünftig. Er ist nicht dumm. Bei mir, ich war so, ich war eigentlich relativ genau hier, wo ich jetzt gerade stehe. Und dann kam der Typ und ich stand dann hier direkt bei der Tür, als er sie auf einmal aufgemacht hat und diese Schandtat verbracht hat. Und ich war derjenige, der es am ehesten dann noch einzig gearbeitet hätte. Also ich war ganz nah am Tod heute dran. Oh, ich tropf gerade. Eigentlich müsstest du mir so einen Zopf machen. Aber gibt's auch Kakteen, die... Kakteen? Ich werde gerade kein Kaktus. Ach so, Schatz. Du sollst, ich bin voll stolz, dass ich es richtig gesagt habe. Genau, sie meinte auf jeden Fall, wir sollten jetzt vermeiden, in die Wohnung zu gehen. Und mein Video war aber noch nicht fertig abgedreht. Da haben wir halt Simon gefragt, yo, sag mal, können wir vielleicht bei dir in der Wohnung weiterdrehen? Hä, was auch noch dazu kommt, ist, dass ich selbst bei deinem Video kam ich ja erst irgendwann so random einfach rein. Ja. Ich kam einfach so random vorbei. Und auf einmal bin ich fast gestorben. Ja, das war so. Er hatte gar nicht vor, heute hier zu sein. Das war nur so einfach so. Das ist so krass irgendwie. Und auf einmal bin ich fast gestorben.
machen. Leute, stellt euch einfach mal nur kurz gerade mal vor, er hat es einfach drinnen gemacht. Wären wir jetzt safe tot gewesen so. Oh, ich sehe so hässlich aus. Ich sehe mich nur so ganz klein da drin und das sieht jetzt schon so richtig eklig aus. Du hast uns umgebracht fast und dann sah Haut heraus. Aber wir sind jetzt auf jeden Fall wieder hierhin zurückgekehrt, weil mehr als 2 Stunden halt vergangen sind und wir wieder hier rein konnten erstens. Genau. Wir wollten dann zu Simon fahren und ich merke so, shit, ich habe noch... Wir haben das Trockeneis vergessen. Dann war meine Speicherkarte auch noch oben und ich wollte aber auch absolut nicht da hochgehen, ne? Nee, ja, so, nee, wir hatten keinen Bock da hochzugehen. Und wir gucken. Wir, es gibt nur einen, der verantwortlich ist für diese ganze Massaker hier. Und er muss jetzt hochgehen. Und dann musste er wirklich so wieder in die Höhle des Teufels gehen. Genau. Und das Witzige war ja, die Frau am Telefon, die hat ja gesagt, dass eigentlich er der Einzige ist, der wirklich jetzt irgendwie gefährdet ist, weil er so nah dran war. Und dann dachte ich mir auch, komm, ganz ehrlich, dann kann er jetzt auch wieder hochgehen. Ja. Voll asozial eigentlich. Ja. In einer der beiden Weltkriege wurde auf jeden Fall genau dieses Gas, was dieser Typ hergestellt hat, verwendet, um die Soldaten schneller in den Tod zu schicken, wenn sie schon erschossen wurden. Ja. Es ist so ein Gas, das geht direkt nach unten, das bleibt in der Luft, weil es so schwer ist. Einfach so, um den Tod zu erleichtern. So. Die sind dann halt einfach instant tot. So. Ich glaube eher halt, um sicherzustellen, dass sie tot sind. Und Falco hat sich dann voll drüber gefreut und meinte so, ja krass, wir haben so ein krasses Gas hier auf einmal, boah. Und er dann so, und ich gucke es gerade an und es brutzelt vor sich hin. Es ist total interessant anzugucken. Und diese große Tablette, die ist schon fast aufgelöst. Ja, er fand das einfach immer noch total spannend und wir alle wollten unbedingt weg. Ja. Also wow, also jetzt kriegst du noch grüne Haare. Was ist das denn? Riesenpfeifenputzer. Und die kommen jetzt in deine Haare. Ey, ich sehe aus wie Phoebe von Sesamstraße. Sind wir fertig? Ja! Haben wir jetzt eigentlich schon fertig erzählt, was mit unserer Geschichte nun passiert ist? Die Ende von der Geschichte. Die Ende von der Geschichte. Wir leben alle noch und Joey ist ein Kürbis. Was wir euch auf jeden Fall noch auf den Weg geben müssen damit ist, bitte mischt keinen Brennspiritus oder mischt generell keine komischen Flüssigkeiten. Gar nichts, was euch irgendwie... Gar nichts, was man nicht trinken kann am besten. Genau, einfach im Bett bleiben. Genau. Und lasst generell die Hände auf jeden Fall von Chlortabletten. Also ich meine, wir wussten das auch schon vorher. So eine andere Person wusste das leider vorher noch nicht, dass man genau. so nicht machen wir sollte. Wir hätten das nicht gemacht. So Leute, wenn euch das Video gefallen hat, wenn euch die Story gefallen hat und wenn ihr findet, dass Joey ein richtig cooler Kürbis ist, dann gebt dem Video auf jeden Fall mal einen riesig großen Daumen nach oben. Schaut auf jeden Fall auch noch bei Joeys Video vorbei. Wir haben ja gerade schon erzählt, was da so ein bisschen passiert ist. Es ist auf jeden Fall trotzdem sehr cool geworden, also ich verlinke es euch mal jetzt hier und noch unten in der Infobox. Vergesst auf jeden Fall nicht, meinen Kanal zu abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei meinem nächsten Video wieder. Tschüss! Ciao!